ist hier. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Parteiformalia sind eine zähe und manchmal langwierige Sache, aber sie sind ja vorgeschrieben vom Parteiengesetz. Das wird auch genau beobachtet. Das muss auch rechtlich alles einwandfrei sein. Das ist immer zu Beginn eines Parteitages so, nicht nur bei der AfD. Ich habe vorhin von Analysewerkzeugen gesprochen bei Phoenix und die beiden profilierten und profunden Kenner. Kennerin der AfD aus Berlin vorgestellt, vom Spiegel und von der Neuen Zürcher Zeitung. Und jetzt haben wir aus der gleichen Richtung, aber Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder von der Uni Kassel und gleichzeitig tätig am Wissenschaftszentrum in Berlin. Herr Schröder, vielleicht ganz kurz, was Sie da gerade erlebt haben. Dieser Antrag des sächsischen ehemaligen Bundestagsabgeordneten Jens Mayer, ein Höckemann, gegen seine Parteifreundin Beatrix von Storch, dass gegen sie ein Parteiordnungsverfahren eingeleitet werden soll, wegen der Umstände, dass hier die Berliner Delegierten nicht am Parteitag teilnehmen können. Geht es da wirklich um rechtliche Fragen und auch eben eine Disziplinierung oder eine Rüge durch den Bundesvorstand oder ein Schiedsgericht? Oder sind das vielmehr politische Hintergründe, die da eine Rolle spielen? Ja, wie so häufig bei der AfD vermischen sich da die Motivlagen, weil das Parteiengesetz natürlich vorschreibt, dass die Dinge ordnungsgemäß abgewickelt werden. Ist klar, dass dieser Tatbestand berücksichtigt werden muss. Andererseits hat man bei den ganzen Konflikten in der AfD immer so eine Vermischung von habituellen, persönlichen, programmatischen und rechtlichen Fragen zu berücksichtigen. Und hier geht es auf der einen Seite um eine rechtliche Frage. Das spielte sich ja auch schon im Antragsbuch wieder. Und andererseits ist klar, dass es eine Retourkutsche des Flügelmannes Mayer gegen die Pragmatikerin Storch. Und das ist natürlich ein offener Ausgang hier, weil dieser Parteitag immer, wie wir das aus der Vergangenheit kennen, auch bei diesen Punkten eine gewisse emotionale Höhe findet. Und das Recht ist da ein Instrument, mit dem man diese Konflikte ausdrängt. Jetzt haben die Streitereien und Nicklichkeiten, für die die AfD ja auch bekannt ist, der Partei nicht immer gut getan. Wirklich geschadet haben sie ihr bisher noch nicht. Wie sehen Sie denn die Entwicklung der AfD? Es soll ja hier zum großen Friedenspfeife-Rauchen kommen durch die Wahl des neuen Bundesvorstandes. Lässt sich da etwas erkennen, wo sich die AfD hinentwickelt, oder liegt die Zukunft ziemlich im Nebel? Also die AfD ist in einer ganz schwierigen Lage. 10 Wahlen hintereinander verloren, eine nicht überzeugende Führungsspitze, kein Thema, was fliegt, und die innere Befriedung ist weiter denn je entfernt. Und dieser Parteitag soll zur Beruhigung beitragen. Ob das der Fall sein wird oder ob Weiterungen das Feld bestimmen werden, das können wir erst am Ende sagen. Auf jeden Fall ist der Rahmen für die AfD denkbar schlecht, um hier Grund unter die Füße zu bekommen, weil die politische Lage auch nicht so ist, dass eine Partei wie die AfD augenblicklich wirklich gebraucht wird, wirklich die Themen bestimmen kann. Wenn man die letzten Wahlen nimmt, da können wir feststellen, dass es eine stärkere Wettbewerbssituation in der Mitte gibt. Und unter dieser stärkeren Wettbewerbssituation in der Mitte leiden die kleineren Parteien. Das betrifft nicht nur die AfD, sondern auch die Linkspartei und sogar die FDP. Wir werden dieses Thema noch weiter vertiefen, vor allen Dingen, wenn wir dann mehr Informationen über den Parteitagsverlauf haben. Lassen Sie uns noch einen Aspekt ansprechen, der, Sie sagen, die AfD in einer schwierigen Lage, der tatsächlich das ausdrückt, nämlich die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, und zwar auf Bundesebene, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, auch einzelne Landesverbände in Thüringen, in Brandenburg und Niedersachsen, glaube ich, auch einzelne Personen werden ja beobachtet. Was bedeutet das eigentlich für die Partei? Björn Höcke sagt, ist mir alles egal. Andere finden das als Belastung. Wie ist da wirklich die Reaktion in der Partei auf diese Beobachtung? Denn das ist ja mitunter ein massiver Eingriff ins Parteileben. Das ist eine massive Bedrohung für die AfD, wenngleich wir unterschiedliche Wahrnehmungen in Ost und West unterscheiden müssen. Im Osten hängt es natürlich mit der Stasi-Vergangenheit zusammen, dass man sagt, naja, wer von der Stasi beobachtet wurde, der ist heute geadelt. So sehen wir das auch gegenüber dem Verfassungsschutz, was natürlich Quatsch ist, weil erstens ist diese Gleichstellung vollkommen illegitim. Herr Schröder, ich muss Sie in dem Moment unterbrechen. Wir werden das nachher weiterführen. Wir müssen noch mal aus Riesa weggehen, und zwar nach Brüssel zu Ursula von der Leyen. Es geht nämlich um die Bekanntgabe, ob die EU-Kommission den Kandidatenstatus für einen zukünftigen EU-Beitritt der Ukraine gutheißt oder nicht. Wir gehen live nach Brüssel.